Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Wie sieht es eigentlich aus mit der Suche nach dunkler Materie? Es gibt ein paar Neuigkeiten. Zum Thema dunkle Materie, da haben wir ja schon ein Video erstellt. Mit all diesen Fragestellungen, wie kommen wir überhaupt darauf, auf diese witzige Idee, dass es da draußen so viel mehr Materie geben könnte, die wir nur nicht sehen, weil sie nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Also auf welchen Beobachtungen basiert diese Vermutung überhaupt? Und auf welche Art und Weise wollen wir diese Teilchen jetzt ermitteln und messen? Und genau zu diesen Messungen, da gibt es jetzt schon erste Ergebnisse wieder. Und das wollte ich nutzen zu einem Update. Liegt ja schon ein gutes Jahr zurück, dieses Video. Also wie weit sind wir jetzt gekommen? Das ist ja ein aktuelles Forschungsthema. Ich würde mal sagen, nirgends sind wir so nah dran wie an der dunklen Materie. Entsprechend wird hier fieberhaft danach gesucht. Ich hatte Ihnen ja von CREST erzählt, von dieser Geschichte, dass man einen Kristall auf einer bestimmten Temperatur hält, auf einer kritischen Temperatur zwischen Supraleitung und Leitung. Also wenn einen Ticken nur wärmer ist, dann geht er in die leitende Phase über, dann wird sein Widerstand sehr, sehr groß, der natürlich abgegriffen wird. Und entsprechend würde, wenn jetzt so ein Teilchen daherkäme, das Energie deponiert in diesem Kristall, würde der sich ein bisschen erwärmen und dadurch würde er einen großen Ausschlag machen, weil er dann sofort von der supraleitenden in die leitende Phase übergeht. Das war die Idee. CREST hieß das Experiment, CREST 2, der Nachfolger, und beide haben nichts gebracht. Aufgebaut natürlich wieder unter dem Bergmassiv Gran Sasso, das ist ja so unser Schutzschild vor kosmischer Strahlung und externen Einwirkungen. Und diese Laboratorien, die sind genial, weil da haben sie direkt in der Ausfahrt des Tunnels unter dem Gran Sasso. Da fahren sie einfach nur raus und dann stehen sie in riesigen Hallen und da können sie alles Mögliche aufbauen. Naja, also das war nichts. Dann haben wir uns mittlerweile auf was Neues eingeschossen, insbesondere bei der Suche nach WIMPs. Also wir haben zwei große Gruppen. Wir haben diese schweren Teilchen, die wir uns vorstellen. Und es könnte natürlich auch sein, dass dunkle Materie aus leichten Teilchen besteht, die sehr, sehr schnell sind. Und wir brauchen auch ein bisschen von beidem, weil diese kalte dunkle Materie, wie man das nennt, die schweren Teilchen, die schweren Brummer, die brauchen wir immer dann, wenn wir lokal etwas erklären wollen, wenn es also zur Strukturbildung zum Beispiel kommen soll, dann brauchen Sie irgendwas, was da sitzt und Masse anzieht, gravitativ. Da wollen Sie nichts Leichtes, das mit annähernd Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Das wiederum, diese heiße dunkle Materie, die brauchen Sie aber, um Auswirkungen auf großen Skalen erklären zu können. Also die Mischung macht's, wie so oft im Leben. Und hinsichtlich dieser leichten Teilchen, da haben wir jetzt ganz aktuell zumindest einen Wertebereich, der wahrscheinlicher wird. Und zwar basiert es auf numerischen Simulationen, auf Rechnungen. Da wird in der Frühphase des Universums also da gibt es topologische Quantenzustände und die ändern sich in einer gewissen Häufigkeit. Und diese Häufigkeit, die wäre proportional zur Masse dieser Axionen, wie man die nennt. Das klingt jetzt alles wild. Wichtig ist mal nur, da gibt es eine Methode, mit der man theoretisch den Wertebereich für die zu erwartende Masse dieser Axionen, die wiederum heiße Anwärter sind auf heiße dunkle Materie, eben einschränken kann. Und zwar massiv, also da sind wir so bei ungefähr 50 Mikroelektronenvolt bis 1500 Mikroelektronenvolt. In dieser Range sollte das ungefähr zu finden sein, dieses Axion. Und also so ganz grob sind wir da schon, wenn man sagen, 10 Größenordnungen unterhalb
der Masse des Elektrons. Also die Teilchen sind leicht, wenn es sie denn gibt, und entsprechend schnell. Die würden auch dazu beitragen, gewisse Probleme bei der Quantenchromodynamik zu lösen. Also da hätte man die auch ganz gerne. Also bei diesem Forschungszweig, der die starke Kernkraft erklären möchte durch geeignete Modelle. Also Axionen sind ein Thema. Wir haben einen neuen Wertebereich. Das wurde erst vor ein paar Wochen jetzt publiziert. Das ist jetzt das neue Fadenkreuz und da wird jetzt neu scharf gestellt bei der Suche. Wie sieht es aus bei den massiven Teilchen? Ja, da hatten wir ein paar Mal Fehlanzeige, wie gesagt, und jetzt gibt es einen neuen Ansatz, weil das große Problem war es und ist es nach wie vor, den Hintergrund sauber abzutrennen. Da hilft es selbst unter dem Gran Sasso nichts. Da gibt es immer wieder Probleme. Selbst jahreszeitliche Schwankungen, da ist mal die Luft ein bisschen trockener im Winter und dann kriegen Sie schon irgendwie andere Ausschläge. Und Sie sind so fein dran mit Ihren Detektoren, dass Sie all diese Effekte mit einbeziehen müssten. Und da ist man Ihnen jetzt auf eine bessere Methode gekommen, das abzuseparieren. Und zwar stellt man jetzt große Tanks auf, das erinnert ein bisschen an die Neutrino-Detektion. Nicht ganz so groß die Tanks, weil es ist nicht Wasser drin, sondern Xenon. Xenon hat wesentliche Vorteile. Zum einen ist es sehr kompakt, sehr dicht. Das sind ungefähr 3 Gramm pro Kubikzentimeter. Und Sie wollen ja was Massives in den Weg stellen. Dann ist es vom Kern des Atoms relativ groß, hat also 54 Protonen. Und je nachdem, welches Isotop Sie dann letztendlich haben, sagen wir mal, über 130 Kernbausteine auf jeden Fall. Und es ist rein, das heißt, was Sie auf gar keinen Fall wollen bei diesen Geschichten, wenn Sie ganz feine Effekte rauskitzeln, dass das Medium selber irgendetwas veranstaltet. Also da könnte ja selber irgendwie natürlicher Zerfall sein oder sonst irgendwas. Das kann man hier sehr gut reinigen. Es gibt immer wieder mal Krypton-Verunreinigungen in dem Xenon, die müssen Sie natürlich abscheiden. Und dann haben Sie einen Zustand, mit dem Sie auch noch in 2 Phasen untersuchen können. Was soll das heißen? Ich zeige Ihnen das hier mal an einem Beispiel, das ist exemplarisch. All diese Xenon-Experimente, die sind identisch aufgebaut, mehr oder weniger. Also wir haben hier diesen besagten Tank und da unten soll jetzt so ein Wimp, so ein Teilchen einfach hier reinrauschen und bitteschön mit einem dieser Xenonatome irgendeine Reaktion auslösen. Die Reaktion, die würde so aussehen, dass wenn etwas Geladenes kommt, dieses Teilchen mit der Atomhülle des Xenon-Atoms reagiert. Da ist einfach sehr viel Ladung, da sitzen ja die Elektronen. Entsprechend würde dieses Teilchen relativ viele Elektronen, ja, aufscheuchen, sage ich mal. Also in irgendeine Reaktion gehen und eine gewisse Ionisation herbeiführen. Klingt wissenschaftlich besser. Und diese Elektronen, die jetzt hier frei werden, da wird ein Feld angelegt. Ein elektromagnetisches Feld und dadurch werden diese Elektronen jetzt hier nach oben wandern. Unten befindet sich das flüssige Xenon. Da müssen Sie schon, da sind Sie bei ungefähr minus 100 Grad Celsius, so in der Größenordnung. Oberhalb schwimmt aber eine gasförmige Schicht von Xenon. Das ist hier dieses hellblaue. Und die Elektronen, die sich jetzt hier auf den Weg machen, aufgrund dieses angelegten Feldes, die treffen jetzt auf diese Kante, auf diesen Phasenübergang hier und dabei lösen sie ein Signal aus. Wir haben also 2 Signale. Einmal hier unten, wenn das Ding richtig reinkracht, da gibt es ein Lichtsignal und einmal oben, wenn die Elektronen dann in diese gasförmige Phase kommen. Und aus dem Verhältnis kann man jetzt bestimmen,
Wie viele Elektronen haben sich auf den Weg gemacht? Also war das Teilchen, das hier reinrauscht, geladen und hat in Folge mit der Atomhülle reagiert? Oder war es nicht geladen und ist tatsächlich mit dem Kern in Reaktion geraten, hat also weniger Elektronen aufgescheucht? Also dieses Verhältnis von wie viel Reaktion kriege ich hier zu wie viel Reaktion kriege ich hier, das wird jeweils gemessen über Photomultiplier. Also wirklich ähnlich wie bei dieser Neutrino-Detektion, haben Sie jetzt oben und unten entsprechende Multiplier, die sofort sagen, hoppla, hier kommt Licht, da war was. Okay, wie viel ist jetzt hier im Verhältnis zu hier? Dann können Sie auch genau ermitteln, woher kam diese Reaktion. Das ist wichtig, weil wiederum, wenn das Hintergrundrauschen eine Rolle spielt, wollen Sie genau wissen, kam es tendenziell vom Rand des Behälters? Das ist gefährlicher. Da könnte eher noch ein Schmutzeffekt eine Rolle spielen. Je weiter innen das Signal ist, umso lieber ist Ihnen das bei der Detektion. Und jetzt kommt es einfach darauf an, wie viel Xenon können Sie da in den Weg stellen, wie groß ist Ihr Tank. Und da hatten wir jetzt einen heißen Kandidaten, LUX, also Large Underground Xenon Experiment. Das ist in Süd-Dakota, wieder in einer Mine, aus Schutz vor der kosmischen Strahlung. Und das sind so in der Größenordnung 370 Kilogramm etwa, die hier an Xenon eingebracht wurden. Und das hat leider nichts gebracht. Das Ergebnis ist leider ein Nullergebnis, aber es hilft wieder, den Wertebereich weiter einzuschränken. Das heißt, es gibt bereits Nachfolger. Wir haben jetzt im Gran Sasso bauen wir den Xenon eine Tonne auf, nennt sich das Experiment. Wie der Name schon sagt, wir wollen jetzt hier mindestens eine Tonne einbringen. Tatsächlich werden es unterm Strich 3 Tonnen sein, die wir hier brauchen werden. Da sind auch 10 Meter nochmal Wasserbottiche drumherum, um den Hintergrund noch besser abzuscheiden. Und also, ja, Sie merken es, es ist immer wieder das Kernthema, wie kriegen wir den Hintergrund weg? In der besagten Mine wird es auch einen Nachfolger geben. Das ist Lux Zeppelin. Die wollen jetzt dann richtig in die Vollen gehen. Die möchten gerne 10 Tonnen Xenon in einem Tank verwenden. Also das wäre dann schon 70 Mal sensibler als das bestehende Lux-Experiment. Ansonsten, ja, es gibt Panda X, also das ist ein Experiment, das wird in China gemacht, in Sichuan, alles auf diesen Xenon-Geschichten. Darüber hinaus haben wir noch auf der Internationalen Raumstation, dass ich das nicht vergesse, das ist das AMS, also das Alpha-Magnetspektrometer. Das sucht jetzt unabhängig von diesen Methoden. Also wir sind stets sehr bemüht, würde ich sagen. Aber es hilft halt im Augenblick noch nicht. Also diese Xenon-Experimente, wie soll ich dieses Gefühl vermitteln? Also man hat so den Eindruck, man ist so ganz kurz davor. Das ist das Problem. Also der Bereich ist jetzt so stark eingeschränkt mittlerweile, wenn wir es in der nächsten Generation nicht packen, dann gibt es offensichtlich hier ein Grundsatzproblem. Ich zeige jetzt hier nochmal eine Geschichte, die, tja, da dachten wir, wir könnten es schon erschnuppern. Ziemlich genau vor einem Jahr. Also im Dezember letzten Jahres, da hatten wir bei 750 GeV eine Häufung von Signalen am Large Hadron Collider. Und entsprechend war die Euphorie groß. Jetzt, ja, super, jetzt kriegen wir dieses Teilchen. Wie immer ist es diese Geschichte, Sie haben hier Ereignisse von zwei Photonen.
Das ist immer der sauberste Kanal, den Sie kriegen können, und deshalb schauen Sie sich gerne Photonen an. Und die Photonen haben eine bestimmte Energie, die übersetzen Sie in eine Masse und dann sehen Sie, aha, rot ist der Hintergrund, der Erwartungswert, den kriegen Sie auch sehr schön durch Ihre Messungen reproduziert, aber dann gibt es immer wieder mal diese Beulen. Und diese Beule, die war bei 750 GeV. Und das war der große Aufreger. Da wurden bislang 580 Fachpublikationen veröffentlicht. Allein dazu, was könnte das sein, diese Beule? Also, und was ist passiert? Die Beule ist verheilt, wenn man so will. Das heißt, durch immer mehr Ereignisse wurde die Beule kleiner, kleiner, kleiner und ist schließlich verschwunden hin zum Hintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein neues Teilchen gefunden hatten, die war tatsächlich bei 99%. Also das ist schon, ja, ist schon hart zuzuschauen, wie sich das wieder in nichts auflöst. Aber das ist halt bei weitem noch nicht statistisch signifikant. Viele wundern sich immer, wieso man bei diesen Ergebnissen dann liest 99,999 irgendwas Prozent wahrscheinlich. Das ist, sie müssen so exakt nachweisen, um wirklich aus diesem Hintergrund herauszutreten. Weil, ich weiß nicht, wann Sie zuletzt Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, da ist Ihnen doch sicher mal aufgefallen, dass jemand dreimal hintereinander eine 6 würfelt. Das passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist nur ein halbes Prozent etwa. Das heißt, hier im Umkehrschluss, die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie 99% Sicherheit haben, bedeutet im Endeffekt nur, vergleichbar dreimal hintereinander eine 6 zu würfeln und die Theorie ist gekippt. Ja, und so ist es dann auch passiert. Also das war schon, das ist so ein bisschen wie jemandem die Mohrrübe hinhalten und dann wieder wegziehen. Aber so ist Grundlagenforschung. Das ist. Gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie nicht DM4000 ein oder wie war die Geschichte? Wir beginnen einfach wieder von vorne. Mal schauen, wer das Rennen macht. Also es ist spannend, entweder es fällt uns irgendwie bei einem Beschleuniger wirklich so ein Teilchen vor die Füße oder wir kriegen es spektroskopisch aus den Tiefen des Weltraums oder es knallt einfach doch mal auf so ein Xenon-Atom irgendwas drauf. Das sind unsere heißen Kandidaten im Augenblick. Geben wird es ja genug davon, von diesen Teilchen. Also wenn diese Rechnungen stimmen, die theoretischen Ansätze, dann müssten wir grundsätzlich, wenn wir das gesamte Volumen des Universums nehmen, da bräuchten wir schon ungefähr 10 Millionen Axionen zum Beispiel pro Kubikzentimeter. Also da würde man doch meinen, da sollte man was finden. Es ist nämlich noch schlimmer, wenn Sie in eine Galaxie hineingehen oder zumindest in den Halo der Galaxie. Da müsste es schon eine Billion sein pro Kubikzentimeter. Nur wir finden sie halt nicht. Das ist das Fatale. Aber ich wage nach wie vor die Prognose, dunkle Materie wird der nächste große Fund werden. Also da, nirgends ist es so verheißungsvoll wie in diesem Gebiet. Das heißt also jetzt einfach noch ein bisschen Geduld aufzuwenden. Wie hat Wolfgang Pauli so schön gesagt, der das Neutrino postuliert hatte theoretisch und der Jahrzehnte gewartet hat auf diese Entdeckung, den Nachweis, alles kommt zu demjenigen, der es versteht, darauf zu warten.